Der Tod hat seine Dunkelheit, seine Dämonen, das Negative verloren. Der Tod ist auch oft eine Erlösung von oft schlimmen Leid. Und hier sehen Sie viel Leid. Und da ist der Tod schon was Erlösendes. Dass der Tod auch was Wunderschönes sein kann. Ein Abschnitt, erstmal gehört er dazu, genau wie die Geburt ist es ein anderer Abschnitt. Wir wissen ja alle nicht, ob es das Ende ist oder ob es nur den Übergang ist in eine ganz andere Phase. Es ist noch keiner wiedergekommen, wir wissen also nicht, vielleicht ist es auf der anderen Seite viel, viel schöner wie hier. Und es ist etwas, was auch sehr schön sein kann, was ganz speziell sein kann, was sehr individuell ist, auch das Sterben und der Tod. Und wenn ich jemanden die Hand halte, der den letzten Atemzug tut, ist das auch was sehr Spirituelles. Also da merkt man, irgendwas ist da noch über uns. Ja, hallo, mein Name ist Sabine Altschwede-Ziegler. Ich arbeite bei EFIM, Gertrud-Bucher-Haus in Westerburg, eine stationäre Pflegeeinrichtung. Und zurzeit bin ich Leiterin des Sozialen Dienstes und die Qualitätsbeauftragte hier bei uns in der Einrichtung. Ich arbeite im Moment im sozialen Dienst. Meine Aufgabe ist es dafür, die soziale Betreuung der, unserer Bewohner zu gewährleisten. Ich sehe meine Aufgabe darin, unseren Bewohnern und den Menschen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Meine größte Motivation ist, dass unsere Bewohner Spaß haben, Freude haben, dass sie auf dem letzten Abschnitt, den sie haben, noch so viel Genuss und so viel Qualität haben, wie ich ihnen geben kann. Wir müssen hier ganz klar sehen, der Einzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung ist oft sehr problematisch. Einmal haben wir zu kämpfen mit Vorurteilen, wie schlimm es ist, ein Heim ist. Oder wenn Sie Leute fragen, dann würden Sie sagen, oh, ich möchte alles, ich möchte zu Hause sterben, aber auf keinen Fall möchte ich in ein Heim. Und das ist schon eine ganz risikoreiche, oder das ist eine ganz problematische Situation. Vor allem auch mit dem Hintergrund, dass Sie wissen, das wird der letzte Aufenthalt sein. Das ist der letzte Abschnitt Ihres Lebens. Und da ist es natürlich schon sehr schwer und auch sehr verantwortungsvoll, mit dieser Situation umzugehen. Angst zu nehmen, Sicherheit zu geben, Geborgenheit und natürlich auch Spaß und Freude. Natürlich gibt es auch in meiner Arbeit sehr schwierige oder doch schwierige Momente. Wenn man jemanden auf dem letzten Lebensweg in der Sterbephase begleitet, da hilft einem schon der christliche Glaube und auch mein evangelischer Glaube, der mir den Halt gibt, dass ich ganz, ganz sicher bin, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Wenn Sie jemanden haben, der unsagbare Schmerzen und Leiden hat und Sie können ihm nicht helfen, Sie können ihm diese Leiden nicht nehmen und das ist schon schlimm. Ob Sie das Gebet oder meine Begleitung annehmen, ist immer der mir gegenüber ist. Und da muss man auch sehr feinfühlig sein. Gell? Ich darf meinen Glauben nicht demjenigen aufstülpen, nur weil er sich jetzt im Bett im Moment nicht wehren kann. Gell? Da muss man also sehr vorsichtig sein und sehr, das ist immer ein Angebot. Ein Angebot kann angenommen werden oder auch abgelehnt werden. Die größte Herausforderung ist die Struktur der Pflege. Da brauchen Sie nur das zu hören, was in der Politik und in der Presse so ist. Das ist die größte Herausforderung. Die Zeit. Die fehlt. Die fehlende Zeit, die mir nicht die Zeit gibt, am Bett zu sitzen, so wie es vielleicht der Bewohner bräuchte und so wie es sein sollte, die fehlt halt. Dass Sie oft haben, dass Angehörige erstmal nach dem Tod sehr befreit sind, von dieser Last auch. Und ich stehe dann oft am Bett, wenn ich die jahrelang begleitet habe und weine. Und dann denke ich mir, oh, das ist überhaupt nicht professionell, wenn du jetzt da stehst und weinst. Und dann hat meine frühere Einrichtungsleitung gesagt, Sabine, du musst dich doch jetzt nicht hier entschuldigen, dass du jetzt hier weinst. Du möchtest, dass du mit dem Herzen dabei bist und dann gehört das Lachen genauso wie das Weinen dabei. Die richtige Bestätigung ist, wenn ein Lächeln zurückkommt, wenn die Spaß haben. Das ist, wie wir eben unten gesehen haben, die ganzen Leute saßen da und wenn die sehen, ah, die Sabine kommt und die hat einen lockeren Spruch und dann lachen die.
dann sehen die, das ist schön. Und ein Lächeln, das ist heute, gerade in der Situation, wo wir sind, oft ein großer Lohn.